Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Skyrim. Wir stehen hier mit Mercer Frey und müssen hier in diese uralte Ruine, wo wir ja Karlia jagen, ein ehemaliges Mitglied der Diebesgilde, die anscheinend für den Tod des früheren Anführers Gallus verantwortlich ist. So sagt es ja zumindest Mercer, und der ist leider auch der Einzige, der diese Geschichte bestätigen kann. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Das sollte reichen. Nach euch. Aha, okay. Der ist wohl ziemlich gut im Schlösserknacken, unser guter Mercer. So, finde Karlia und das natürlich schleichend. Was haben wir denn hier? Ah ja, ein Einbalsamierungswerkzeug. Ach, der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Ich glaube, diesmal müssen wir wirklich besonders auch auf Fallen aufmerksam sein. Nicht, dass wir hier direkt mal ein Bein verlieren oder so. Oh ja, Begräbnisurnen. Ah ja, ein paar Drauge. Und man kann ja auch noch irgendwie in diese Räume reinkommen, wenn man hier den Mechanismus findet. Zum Beispiel diese Kette hier. Und hier gibt es immerhin einen Ausdauertrank, einen Heilungstrank, ein bisschen Gold. Ah ja. Alter, jetzt guck mal hier nicht so... Ready to attack. Ich bin ja hier nur dabei, zu gucken, was wir hier so alles finden können. Vielleicht auch einen alten Schrei oder sowas. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Karlia alle Fallen scharf gemacht. Okay, das heißt, hier muss irgendwo Mechanismus für das... Naja... Okay, also wenn Karlia noch nicht weiß, dass wir da sind, jetzt weiß sie es auf jeden Fall. Sie hört zumindest, dass hier jemand kommt, denn super leise sind wir ja nur nicht gerade, auch wenn ich gerade im Schleichen aufsteige. Und du kommst vielleicht hundertprozentig da oben runter, das sehe ich doch jetzt schon auf uns zukommen. Dass du da gleich lebendig wirst. Ach, wir können jetzt hier so an ihm vorbeischleichen. Ist ja interessant. Da vorne ist eine Bärenfalle auf dem Boden. Diesmal trampel ich da nicht rein. Hier ist noch eine Tür. Oh, ist das blöd. Ach ja. Wie viele Dietrich ich wohl schon in meinem Playthrough hier verbraucht habe. Hui. Ein paar Tränke. Gar keine so schlechten. Ein altes Nordschwert. Nee. An alten Nordschwertern habe ich keinen Bedarf. So, zwei Bären fallen hier. Ah, direkt, wenn man hier in diese Begräbnisurne will.
So. Wow. Und die dritte Bärenfalle. Also sie hat sie aber wirklich bärenstark sich abgesichert. Bist du in die scheiß Bärenfalle reingetreten? Du Hans Wurst. Gerade eure eigene Grabinschrift verfasst. Sind jetzt ja auch nur ein paar Drauge. So schlimm sind die Jungs ja nun auch nicht mehr. So. Da vorne sind noch zwei von denen. Oh, sorry. Ich werde auf eure Leiche schießen. Das war kein Kampf, das war eine Hinrichtung. Ja, aber wir sind hier noch längst nicht durch. Übrigens habe ich gerade wunderbar mit einem Schwertschlag. Habe ich gerade wunderbar. Hier dieses Öl entflammt. Naja, ein paar Pfeile, Dietriche, Scharmützler, Zaubertrank, geringe Mana. Ich meine, ein bisschen Gold haben die Jungs ja immer dabei. Ein 16 Schadenbogen, sehr gut. So, und hier ist unser Durchgang. Hier müssen wir nur irgendwie durchkommen. Das heißt, hier muss irgendwo, muss hier der Mechanismus sein. Ach, hier diese Kette. Eine Lehrlingstür. Oh, nein, in die falsche Richtung gepokert. Okay. Da hinten steht ein Rorge. Drauge heißen die, Entschuldigung. Und hier noch eine Urne. Und noch eine Kiste. So, aber hier kommen wir nicht durch, also müssen... Oh. Okay, hier gibt es echt viele Drauge. So, die müssen wir uns jetzt hier schön von hinten krallen. Ganz schön laut beim Kämpfen, wenn du ständig noch rumschreist. Wie enttäuschend. Okay, er macht doch irgendeinen komischen Zauber auf die, so eine Art Life-Leech oder so etwas. Auf jeden Fall scheint er mir echt ein ziemlich schwieriger Bursche zu sein, müsste ich gegen ihn kämpfen. Und ich nehme auch gerade zu viel Zeug mit, sehe ich gerade. Also merke ich gerade. Will eigentlich nur Tränke und Geld von euch. So. Ui. Okay. Die baumeln jetzt da oben schön ab. Hochgeliftet. Bevor wieder jemand auf die Frage kommt, gibt sie keinen Lift?
Es sind ganz schön viele Jungs da drin, ne? Ja, Jungs, euch muss ich erstmal Fuß rudern. Was? Nein! Nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, jetzt bin ich hier gestorben! Das darf doch nicht sein! Ich hab nicht drauf aufgepasst! Oh, wir sind ganz am Anfang wieder, Leute. Ja, ganz am Anfang. Scheiße. Na gut, wisst ihr was? Aber irgendwie, sind wir mal ehrlich, hier kann ich auch echt mal laut sein, weil wirklich gehört hat mich, also wirklich interessieren, dass ich da bin, tut es ja echt gerade sowieso. Kann ich nicht jetzt auch ein bisschen lauter hier am Start sein? Stank hier drin, dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Natürlich ärgerlich, wenn man hier sich echt durchschleicht und wirklich hier alles Mögliche macht und probiert und dann stirbt man an so einer blöden Ratte. Das war doch wohl Zeitverschwendung. So, aber um ehrlich zu sein, meine, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht wieder jede Urne plündern, aber so Tränke sollte man natürlich schon mitnehmen. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Ihr seid ziemlich neugierig für jemanden, der behauptet, ein Dieb zu sein. Ihr seid eine Gefahr, nur eine Nerven. So, ja, ich gehe jetzt hier echt ein bisschen schneller durch, weil einige Sachen, aber ich kann natürlich jetzt hier nicht alles so ein bisschen, ich kann jetzt hier nicht alles links liegen lassen, ist jetzt echt mega ärgerlich und es zeigt mir natürlich, dass ich auch immer mal abspeichern sollte, also ich sollte immer mal zumindest mal zwischendurch kurz mal zwischenspeichern, weil das war jetzt... Ist jetzt echt blöd gelaufen so. Aber gut, jetzt rede ich auch nicht stundenlang drüber rum. Der Vorteil ist, mit der Waffe bewaffnet. Das war kein Kampf, das war eine Hinrichtung. Mit der Waffe, mit der ich hier bewaffnet bin, gerade... Das sollte nicht lange dauern. Euer Leben gehört mir. Da vorne sind noch zwei. Genau, den alten Nordbogen, der war jetzt ja wirklich wichtig gewesen. Ja, natürlich, es ist immer gut, hier diese ganzen Urnen alle zu plündern. Oder auch mal so eine Kiste hier mitzunehmen. So. Was war das? Ah!
enttäuschend. Naja. So. Und immer zwischendurch mal abspeichern, ganz ehrlich. So. Wer ist da? Verstecken ist eine Beleidigung. Euer Leben gehört mir. Das war kein Kampf, das war... Müsst ihr ständig stehen bleiben. Euer Tod wird mein Sieg sein. So. Ich glaube, die war hier weit. Ich glaube, die war relativ. Ne? Die war hier ungefähr auf der Höhe die Tür. Ich weiß, aber so ein bisschen Zeug will ich dann halt jetzt doch noch mitnehmen. So. Und jetzt die Urne hier noch. Dann haben wir ja auch fast echt wieder das zusammen, was wir davor verloren haben. Und haben sogar noch einen winzigen Seelenstein bekommen. Hey! So. Knochenglocken. Schlau. Die sollen sicher die Draugr aufwecken. Stolpert da bloß nicht rein. Wow, Glück gehabt. Drei Diebe, Verfasser unbekannt. Das Problem mit den Dieben heutzutage, lob Ledos an, ist ihr Mangel an technischen Fertigkeiten. Ich weiß, es gibt unter Dieben keine Ehre und es hat sie nie gegeben, aber es gab einmal so etwas wie Stolz, Können und zumindest ein Grundmaß an Kreativität. Und genau das treibt jeden von uns mit ein wenig Sinn für Geschichte zur Verzweiflung. Aha. Boah, wie viele Seiten es hier gibt. Na gut, das werden wir jetzt nicht lesen. Ich dachte, es wäre vielleicht so ein Tagebuch. Oh, verdammt. Laden. Ha. Okay, diese Glocken sind natürlich echt nicht so einfach zu umgehen. Aber ich kriege das bestimmt noch hin. Warte mal, so. Oh Gott, oh Gott. Ach, Glück gehabt. Knochenglocken klingt irgendwie total schräg. Diese Traugewichte, die sind echt nicht so gut, Jungs. Also ziemlich schwer. Und dann auch so eine blöde Ratte dabei. Okay, Zaubertrank. Der Heilung. Ich hatte auch so viele so gute Heiltränke hier. Gesundheit. Oh Gott. Gut durchgeschlachtet. Mörser, du bist irgendwie gut beim Life Leech, ich sehe schon. Na gut, der macht den Droge da schon alleine fertig. Ich check mal hier ganz kurz die Lage.
Und die Lage sagt, wir müssen hier hinten dann irgendwo nochmal durch die Tür durch. So, jetzt können wir auch übrigens wieder auf Wiederherstellung gehen. Das haben wir ja wieder... Das haben wir ja wieder uns hier hin buxiert, wo wir auch gerade waren. Diesmal den Kampf ja auch erfolgreich gewonnen. Wir snacken uns noch ein bisschen Gold von den Jungs. So, ich glaube, sonst gab es jetzt hier nichts mehr, oder? Das wäre jetzt... Doch, guck mal hier. Ist das nicht ein Dietrich? Na gut, doch nicht. Hier gibt es nämlich noch einen alternativen Gang, gibt es hier. Ich glaube, der führt hier nur einmal ums Rondell, oder? Was ist das für ein Raum? Bringt das Schiffsmodell zu Delvin, okay. Okay, krass. Na gut, dann haben wir jetzt noch einiges hier gefunden. Zack. Und auch noch eine andere Quest noch mit weitergemacht. Das finde ich jetzt aber ziemlich gut, muss ich sagen. So. Guti, dann geht's jetzt hier oben weiter. Den Weg hatten wir ja schon mal so ein bisschen vorerkundet. Ich glaube auch, damit haben wir es dann gleich. Zumindest für den ersten Part hier. Geschicktes kleines Luder. Es muss ein Kinderspiel für sie gewesen sein, an diesen Traugr vorbeizuschleichen. Aha. Das heißt, sie könnte jetzt hinter dieser Tür auf uns warten. Ihr seid ziemlich neugierig für jemanden, der behauptet, ein Dieb zu sein. Na, jetzt bin ich auf einmal wieder auf Schleichen unterwegs, hier auf ganz leisen Sohlen. Da ist doch was in der Nähe. Das war kein Kampf, das war eine Richtung. Naja. Okay, so Mörser ist ziemlich aggressiv, möchte ich mal sagen. So. Aber dafür, dass du so auch mega vorsichtig machst, bist du aber echt der Erste, der hier irgendwie rumbrüllt. Ich habe nicht viel Zeit zum Plaudern. Was wollt ihr? Ich will eher diese Kiste hier haben. Ja, immerhin ein bisschen Gold und Pfeile. Was? Ach, sind Pfeile hier. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist sie auch vorbeigekommen.
Naja, sie hat uns jetzt ja auch hundertprozentig schon gehört, weil wir einfach allen möglichen Lärm gemacht haben, den man hier machen kann. Ich glaube, da vorne ist dann wirklich die letzte Tür, die wir passieren müssen. Die Tür da vorne. Perfekt für einen Hinterhalt geeignet. Seid bereit. Okay, diese Tür hier birgt also einen Hinterhalt und wir werden also demnach gleich auf die Frau treffen, um die sich hier alles dreht, nämlich um auf Carlia. Und ja, hier mache ich einen ganz kurzen Cut, denn das heben wir uns für die nächste Folge auf. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, gehabt euch wohl. BB, euer Hiyuga.